soon. Third spoon. Oh, I like the seed. I come. Felicità, felicità per me. Anuma, chi vorrò si dragosta di te. E la cosa non menisce. Für uns wieder crazy. Es ist ein Viererwasser. Herzlichen Glückwunsch, du bist in der Show. Danke. Du warst es so sehr. Dankeschön. Hallo, wer bist du denn? Ich heiße Nadine Pimanow und ich bin 25 Jahre alt und komme aus Köln. Hallo Nadine, 25, verrückt. Also für 25 Jahre klingst du schon wahnsinnig erfahren, klingst du schon wahnsinnig voll in deiner Stimme. Ja. Und auch wie du, ich ärgere mich total, dass ich mich nicht eher umgedreht habe. Ich war verunsichert, weil ich mit der Sprache nicht gleich, was war das für eine Sprache? Rumänisch. Ah. Buona seara. Ja, guten Morgen, sage ich, sorry. Buona seara. Das bisschen, was ich noch gesehen habe, wie du dich bewegt hast, ich finde, das hat... hat dein ganzes Wesen nochmal, weißt du, dann hat deine Stimme nochmal mehr Sinn gemacht, so wie du das gemacht hast. Es war sehr beeindruckend und hat mich sehr beeindruckt. Dankeschön. Wirklich schön, vielen Dank. Ich kenne dieses Lied natürlich, meine Frau ist Rumänin. Ich sprich leider nicht viele Wörter Rumänisch, aber höre diese Sprache sehr gerne. Und ich habe mich sofort verbunden gefühlt. Und wie du gesungen hast, du hast diese Töne einfach so wirklich so wie Angels Dust irgendwie so in die Luft geschmissen. Danke. Du hast uns alle hier erreicht. Also du hast es so gut gemacht. Und ich bitte dich, in mein Team zu kommen, weil ich will einfach mehr von dieser Stimme hören. Und ich fand dich grandios. Ich bedanke mich erstmal für die Performance. Danke. Dankeschön. Muito mais. Martin, du machst mich sehr neugierig, wenn ich Rumänisch höre. Ich kann das noch ein bisschen toppen, was Rhea gesagt hat. Er hat eine rumänische Frau an seiner Seite und daher eine sehr intensive Beziehung zu Rumänien natürlich. Aber ich habe noch eine intensive. Ich bin dort aufgewachsen, wie du vielleicht irgendwann mal gehört hast. Ich komme aus Brașov und wollte dich fragen, hat dein musikalisches Interesse in Rumänien begonnen oder seit wann lebst du in Deutschland? Ich bin hier geboren. Also ich habe rumänische Vorfahren, väterlicherseits, aber bin eigentlich deutsch. Also ich bin hier geboren. Sprichst du Rumänisch? Ich verstehe mehr, als ich sprechen kann, auf jeden Fall, ja. So wie mein Deutsch. Also.
Nee, ich glaube, du kannst sogar besser. Ja, okay. Weißt du denn, was Dragostea den Tay heißt? Ich weiß, ich kenne das nur als irgendwie Party-Song und so, aber das scheint ja irgendwie auch Sinn zu machen in einer eher ruhigeren Version. Was heißt das denn? Das ist deine Liebe, also Liebe von dir. So. Du scheinst jemand zu sein, der ein sehr flammendes Herz hat. Ich glaube, du bist eine sehr, sehr leidenschaftliche Person, die Feuer hat und die die Power hat und viel Energie in sich trägt. Und ich glaube auch, dass dein Bauch schon irgendwie eine intensive Richtung hat vielleicht, oder? Wo du hingehen möchtest. Ich hatte so eine Tendenz, wo ich hingehen würde, wenn sich jemand umdreht. Ich habe niemals mit einem Vierer-Buzzer gerechnet. Mhm. Aber gerade hat sich das ein bisschen geändert, muss ich sagen. Okay. Also, zu meinen Gunsten, oder? Also, ich weiß jetzt nicht, soll ich... Ob du das schon, also, Haus raus. Also, du kannst keinen Fehler machen. Wir würden dich alle unglaublich gerne im Team haben. Und wenn du uns erlöst von dieser Spannung, ich weiß noch nicht, ob ich mich dann freue, aber wir können ja mal gucken. Aber bitte, sag's uns gerne. Ray. Yes! Amazing performance. Amazing. Danke schön. Well done. Thank you very much. Ready! Woo! Well done. Thank you. Woo!